Kleiner Pixel. Hallo Welt, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf Kenne Deine Pixel. Dieses Mal mit Visage. Visage ist ein psychologisches Horrorspiel, welches entwickelt und auch veröffentlicht wurde von Z-Square Studio. Am 2. Oktober erblickte das Ganze das Licht der Welt in der Early Access auf Steam. Und ja, ich habe das Spiel jetzt schon eine Weile beobachtet. Jetzt ist es draußen, ich habe mal ein paar Tage abgewartet, mal geguckt, was so die Nutzerbewertungen bei Steam sagen. Und zu meiner Freude, aber irgendwie auch zu meinem Leid, sind die sehr, sehr positiv. Und warum sage ich zu meinem Leid? Naja, die, die vielleicht schon wirklich einige Zeit länger bei mir sind, die wissen ja, dass ich mal mein Glück mit Amnesia versucht hatte und das Let's Play habe ich ja nie beendet, weil mir das Spiel damals wirklich eine scheiß Angst gemacht hat. Ich stehe extrem auf immersive Spiele und ich stehe auch auf Horror und Grusel und ich finde es extrem spannend und das ist auch eines der Fakten oder eines der Dinge an Spielen, an Videospielen, die mich so begeistern, dass sie einen quasi so in die Welt reinziehen können, wenn man denn empfänglich dafür ist. Und bei guten Horrorspielen bin ich das, deswegen habe ich Amnesia nie durchgespielt. Und irgendwie bis dahin gab es aber kaum mehr ein gutes Horrorspiel. Und ich glaube, Visage könnte hier jetzt dem Ganzen ein Ende setzen. Ich glaube, hier steht mir etwas bevor, worüber ich noch nicht so ganz im Klaren bin, ob ich das Ganze beenden werde. Also das will ich schon mal ganz ehrlich sagen. Wenn es wirklich so ist, wie ich es erwarte, dann wird es eine harte Nummer, ohne Scheiß. Aber gut, ich habe dennoch irgendwie, so sehr ich auch Respekt vor diesem Spiel habe, habe ich unglaubliche Lust, das Ganze einfach zumindest mal anzuspielen. Und mal gucken, wie es wird. Ja, genau, so viel vielleicht als Disclaimer. Was gibt's noch zu sagen? Das Ganze ist, wie gesagt, eine Early Access. Ich glaube, es ist noch nicht, also es ist, hat auch noch quasi kein richtiges Ende. Ich glaube, Content kommt noch hinzu. Nichtsdestotrotz sollte die Spielzeit, wenn ich so zumindest die Steam-Bewertung gecheckt habe, so vielleicht bei 6 Stunden liegen oder so. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen, wie weit das Ganze hier geht. Genau, und das Ganze ist mit der Unreal 4 Engine gemacht, also sieht demzufolge auch höchstwahrscheinlich sehr, sehr gut aus. Also das, was ich gesehen habe, das konnte sich schon sehen lassen. Naja, und das wird natürlich den ganzen Spuk hier noch etwas immersiver machen. Okay, ich würde sagen, genug der Vorworte. Lassen wir uns einfach mal auf das Spiel ein. Mal gucken, wie lange. So, Visage is hard. Patience, thorough investigation and good resource management are your best friend. Good luck.
Okay, so, da sind wir. Hold and grab, move. Okay, ich muss mal ganz kurz noch, dadurch, dass das hier alles blind ist, nicht nur kurz gecheckt habe, ob mit der Aufnahme alles not, habe ich natürlich noch nicht die Controls. Ah, shit. Es gibt keine Option. Okay, das könnte der eigentliche Horror werden für mich. Shit. Ah, hoffentlich kommt zumindest die Frage oder so. Ich brauche immer Invert Mouse, sonst drehe ich durch. Ah, shit, shit, shit. Nee, gibt's nicht, ne? Hm. Shit. Okay, das ist in der Tat richtig uncool. Na gut, da müssen wir mal gucken. Okay, gut. Vielleicht noch ganz kurz, die Entwickler haben sich von Silent Hill PT inspirieren lassen und es ist wirklich eine Inspiration, es ist keine stumpfe Kopie. Das kann also auch ganz vielversprechend sein, schauen wir mal. Also Hold, Move, Open, Key, Inventory. Hier haben wir unser Inventar. You need the Garage Room Key. Okay, wir kommen da also nicht mehr rein und Move ist, gut, das ist umgucken. Ach, sieht schon verdammt gut aus, ne? Die Engine kann schon was. Ach, okay, Progress Room, das hat ja schon fast was von Resident Evil. Da fehlt nur noch die chillige Piano-Musik. This room is a hub containing items that represent your progress throughout the game. These items are collected in different ways, include the end of chapter 1 collected. These items will automatically appear in the Progress Room. Okay. It looks like some sort of display stand, there's nothing on it. Na, wer hätte es gedacht? Okay, entweder sieht zu oder ich krieg's nicht richtig hin. Doch, hier geht's. Okay, eine Kerze. Candles are stationary lights that can be lit with a lighter. Moving around with a candle will cause it to extinguish. They last a long time and act as a light source that help increase your character's sanity. Okay, das erinnert etwas an Amnesia. Wie kriegen wir die denn jetzt? Ich weiß nicht, ob das jetzt so sein soll, dass wir die ganze Zeit mit uns rumtragen. Ich habe das Gefühl, dass es durch das Menü jetzt eher etwas buggy. Ich kann sie auch nicht loslassen, das ist das Problem. Na, das geht ja gut los. Hm. Cancel, vielleicht F. Ah ja, okay. Ah, Store. Okay, here we go. Alles klar. So, und ich versuch's jetzt hier nochmal, aber ich... Ah doch, die geht doch auf, okay. Na gut. Okay, ich dachte, wenn wir die 1 drücken, kriegen wir auch nochmal quasi ein Quick-Menü oder sowas, aber das geht nicht. Run, crouch, switch hands, use zoom, interact. Ich hatte mir eben schon eingebildet, dass da ein Sound war, da war er wieder, okay. Was mich gerade noch etwas fertig macht, Escape öffnet zwar das Menü, aber Escape schließt es nicht, also ich muss dann auf Resume klicken. Na gut. Avoid standing in the dark for too long. Aha, okay, danke für den Tipp. Oh, Alter, okay. Hello, Dwayne. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye.
Okay, also es war unsere Nachbarin, die hat uns seit 3 Wochen nicht mehr draußen gesehen und macht sich etwas Sorgen. Wir sollten sie mal zurückrufen. Geht, glaube ich, aber nicht einfach so, ne? Nee. Wobei, da stand nochmal Interact, mal gucken. Nee. Okay. Das lassen wir mal offen, so fürs Gefühl. Out of Ammo, a book by Sergeant Pow Pow. Sound, ey. Ich weiß nicht, ob es jetzt so schnell ist. Doch, wir gucken mal in jeden Schrank. Oh, das mit der Invert-Maus, ne? Erinnert irgendwie an Dodo oder irgend sowas, keine Ahnung. Ganz schön viel Bier. Kommt mir bekannt vor. Nehmen wir doch direkt mal noch eine zweite Dose mit, so ein Wegbier. Kann nie schaden. Okay, Grafikfehler oder war da gerade Licht an? Die macht auch Mut. Das Coole wird sein, wenn es irgendwann mal wirklich dann hart auf hart kommt, werde ich wahrscheinlich zu dem Grauen nicht gucken, weil ich irgendwie nach oben gucken will und dann aber aufgrund der fehlenden invertierten Maus nach unten gucke. Ich sehe es schon kommen, beziehungsweise auch nicht. Na gut, okay. So, was haben wir hier? It's jammed. Na gut. This action is impossible at the moment. Gut, so kann man das Ganze natürlich auch erklären. Content not available in the early access version of this game. Okay, interessant. Sanity. Your character's sanity will affect your gameplay. Standing too long in the dark will decrease your character's sanity amongst varying other elements. Your character's sanity is represented by the brain icon in the lower left corner of the screen. If you see the brain clearly, your character's sanity is dangerously low. A dangerous event will occur. The black cloud icon appears when you are in a stressful situation, which decreases your character sanity. Können Sie das Icon für meinen Geschmack direkt komplett hochdrehen? Ach, guck mal, da geht's. Aha. Man muss erstmal den dunklen Weg gehen, um das Licht zu bekommen. Ach, komm schon, Alter. Nee, oder? Runtergehen ist irgendwie immer nie gut. Aha. Okay, paranormale Events. Paranormal Events occur randomly throughout the game. Learn to identify these paranormal events as they hinder your progress and decrease your sanity greatly. Your character's sanity also affects a number of paranormal event occurrences. Das bedeutet, wir sollten jetzt hier nicht hin. Top of the morning to y'all folks in the great city of Riverdale.
Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a So schön draußen, oder? Es lädt eigentlich. Warumschau freigeschaltet, First Reaction. Okay. Jammed, wie so viele davor. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr Bock habt, setzt euch die Kopfhörer auf. Ich sitze übrigens gerade in einem komplett dunklen Zimmer. Müsste jetzt etwa 9:30 sein. Also wenn schon, dann schon richtig. Naja, und aufnehmen tue ich natürlich immer mit Kopfhörern. Ich rechne einfach mit dem Schlimmsten. Das ist auch so der Klassiker bei Filmen, ne? Wenn man so einen Schrank aufmacht und dann sieht man nicht, was daneben ist. Aufgrund der Tür, dann geht die Tür zu und dann plötzlich BÄM. Naja, etwas chaotisch, aber ganz gemütlich. Okay, die Tür ist nur zu. Alles gut. Ich hatte noch überlegt, ob ich sie selbst zumache, ne? Was dann wohl passiert wäre? Dann hätten wir einfach nur ein Geräusch gehabt und hätten nicht gewusst, was passiert wäre. Oder sie wäre wieder offen. Auch das ist möglich. Ich kann jetzt auch noch nicht so einschätzen, was es alles für Items gibt und wie wichtig die quasi werden, was für eine Rolle die spielen. Ob es lohnt, hier alles zu untersuchen oder nicht, gefühlt würde ich jetzt erstmal sagen, natürlich. Ah, eine Matroschka. Hm. Tja, hat Steam irgendwas am Overlay geändert, wenn Achievements eingeblendet werden, oder sind das spielinterne Achievements? Würde mich jetzt etwas wundern. Ah, okay, Feuerzeug, sehr gut.
So, lighters are used as a minor source of light to explore the house and they last a limited amount of time. They will not prevent stress build-up. Standing in the dark with a lighter will decrease your character sanity. They can also light candles. Gut. Das ist doch... Was war das jetzt? Ah, Pills. Pills act as an aid for your character sanity. They are essential to your survival. Ausgezeichnet. Her damit. Gut, okay. Ich würde sagen, das war gerade mal der Anfang. Hier gibt's den Cut. In der nächsten Episode geht's weiter. Bis dahin. Kenne deine Pixel.